Hi, also wir sind hier in Viss beim Flying Circus in 2024 und neben mir steht unser Teampilot, der Magnus Hirler. Und er möchte euch mal den Antrieb und sein Flugzeug vorstellen, wo er das eingebaut hat. Und ja, ich möchte mal das Mikro übergeben an den Magnus und er zeigt euch das mal. Oh. Ja, herzlichen Dank. Jetzt wir haben hier eine ASK 21 im Maßstab 1 zu 3. Ja, eigentlich an sich nichts Besonderes mehr heutzutage. Das Besondere ist tatsächlich der Antrieb, die Mechanik und die verbaute Klappenfunktionsweise. Wenn wir hier jetzt das Triebwerk ausfahren, sehen wir, die Hauptklappen fahren auf, das Triebwerk fährt aus, die Klappen fahren wieder zu. Hat natürlich aerodynamische Gründe. Ich habe mir einfach gedacht, das würde hier in diesem Fall besonders Sinn machen. Wir haben hier nämlich einen 130 mm Impeller mit 14S verbaut. Der liefert ca. 14 Kilo Schub und zieht dabei 220 Ampere. Das ist also schon eine Hausnummer. Man ist tatsächlich auch hier oben auf 2500 Meter problemlos bodenstartfähig. Beim ersten Mal kostet es tatsächlich trotzdem ein bisschen Überwindung. Das Modell hat 25 Kilo. Und ja, ich hoffe aber, das wird gut funktionieren. So, jetzt kann ich hier mal noch die Steuerung zeigen. Bei den üblichen Plusjet-Mechaniken ist die Steuerung für die Antriebsspindel tatsächlich integriert. Wir haben hier, wenn die Kamera vielleicht kurz näher kommt, ein extra Steuergerät verbaut, welches einstellbar ist über ein Potentiometer. Und das sorgt dafür, dass dann die Spindel bei der entsprechenden Stromstärke abstellt. Zusätzlich haben wir hier am Impeller, um einfach diese unfassbaren 14 Kilo Schub abzufangen, unten eine Abstützung drinne. Und damit sind dann auch wirklich tatsächlich alle Flugfiguren, die mit dem Modell möglich sind, auch bei Vollgas möglich. Ich kann nochmal den Ein- und Ausfahrvorgang zeigen. Wir sind hier tatsächlich auch etwas schneller unterwegs wie bei den herkömmlichen, bis dato erhältlichen Klappmechaniken. Aus dem Grund, dass wir gezwungen waren, eine andere Spindel zu verbauen, da dieses Triebwerk einfach so unfassbar schwer ist, dass sich einfach nichts tut mit der herkömmlichen Spindel. Es war für den Carsten, glaube ich, etwas nervenaufreibend, die ganze Geschichte. Ich habe ihn da praktisch dazu getrieben. Ich würde aber sagen, dass das Ergebnis auf jeden Fall alle Mühen wert ist. Das muss uns erstmal einer nachmachen. So, herzlichen Dank an der Stelle und dann würde ich sagen, schauen wir uns das Ganze mal in der Luft an. Und oben ist er. Bravo. Ja, da muss ein bisschen Eier haben hier. Mit so einem Apparat hier oben vom Boden zu starten, ohne irgendeine Flitsche, ohne andere Hilfen. Und wir sehen, gleich wird er rüber auf die andere Seite wechseln. Und dann können wir noch ein bisschen zuschauen. Man meint es nicht. In der Luft sieht das fast alles gleich aus. Aber da ist schon Masse drin. Ne? So schaust du daneben. Ich lerne heute nicht. Das geht, oder?
Also verschoben.